Das Hochwasser, das weite Teile Österreichs ereilt hat, sorgt für einen Ausnahmezustand im Land. Aus diesem Grund ist auch die Wahlwerbung in den vergangenen Tagen stark in den Hintergrund geraten. Doch das wird sich aller Voraussicht nach in den nächsten Wochen bis hin zur Nationalratswahl wieder ändern. Nichtsdestotrotz bleiben wir auch gerade deshalb jetzt beim Thema Hochwasser stehen und das gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen vom ÖAM DCTV, denn sie haben Tipps, wie die Kfz-Betriebnahme bei bzw. nach Hochwassern gelingt. Hochwasser können immer wieder enorme Schäden in den unterschiedlichsten Bereichen anrichten, wie zum Beispiel bei Fahrzeugen, die durch Überflutungen stark beschädigt werden. Auf was man in solchen Situationen besonders achten soll, erzählt uns gleich ÖMDC-Techniker Stefan Kerbel. Hallo Stefan. Servus Martina. Wann merke ich denn eigentlich, dass mein Fahrzeug durch ein Hochwasser beschädigt wurde? Naja, entweder steht es noch im Wasser, dann merke ich es eh gleich, dann fange ich gleich mal zum Fotografieren an. Oder das Wasser ist schon weg, ist aber auch kein Problem, denn das Hochwasser ist ja nicht sauber. Das ist ja kein Quellwasser, was da herangespült wird, man sieht es auch noch im Bild. Da ist Schmutz und alles Mögliche dabei und in der Regel sieht man das schön dann an der Fahrzeugkarosserie oder an den Rädern, wie hoch das Wasser gestanden ist. Und davon hängt es dann ab, was ich weitermachen muss. Das heißt, wenn das Wasser weg ist, kann ich einsteigen und losfahren? Das würde ich dir nicht unbedingt empfehlen, es sei denn, das Wasser ist wirklich nur so ein bisschen über die Reifenmitte oder unter der Achse geblieben. Dann kann man davon ausgehen, dass das Auto dafür gebaut ist, dass die Bodenfreiheit ausreichend war und auch keine beweglichen Teile unter Wasser waren. Sobald allerdings die Achsmitte überschritten wird oder auch die untere Türöffnung, wird es problematisch. Und da würde ich dringend empfehlen, einmal gleich ein paar Fotos zu schießen, das ist das Allerwichtigste. Und nicht loszufahren, sondern je nachdem, ob das Fahrzeug versichert ist oder eben nicht, die Versicherung anzurufen, den ÖMTC oder die Feuerwehr, je nachdem, wer halt am ehesten kommen kann, um das Auto von dort wegzubringen. Selber fahren sollte man dann nicht mehr. Aber was passiert, wenn ich trotzdem einsteige und losfahre? Welche Schäden können da auftreten? Ja, also wahrscheinlich wird das Auto anspringen, wahrscheinlich wirst du losfahren können. Du wirst wahrscheinlich seltsame Geräusche hören, weil die Bremsscheiben in der Regel sofort zu rosten beginnen und dann hört man so ein Geschleife, was unproblematisch wäre. Aber was du natürlich nicht weißt, ist, wo überall Wasser eingedrungen ist. Das kann in Steckverbindungen eingedrungen sein, in vielleicht schon ein bisschen undichte Achsmanschetten, in die Radlager. Oder eben, wenn das Wasser wirklich so hoch schon gestanden ist, also bis zur Motorhaube oder über den Kühler, ist es auf jeden Fall in den Auspuff hinten eingedrungen, das Wasser, vorne möglicherweise in den Luftfilter. Und wenn man da den Motor anstartet, wird das Wasser aus dem Luftfilter in den Motor angesaugt und dann kann man einen kompletten, veritablen Motorschaden haben, dann ist es eh vorbei. Es ist aber in der Regel auch so davon auszugehen, wenn das Fahrzeug eine Nacht lang oder einen ganzen Tag bis zur Scheibe etwa im Wasser gestanden ist, dass man mit einem Totalschaden rechnen muss, wenn das Fahrzeug älter als 5 Jahre ist. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, wie ich vorsorgen kann? Wie kann man sich vor einem Hochwasser schützen? Gibt es da Möglichkeiten? Na, du kannst dich nur vom Wasser schützen, das von oben kommt. Oder wenn es in Form von Hagel kommt, gibt es natürlich Hagelschutzplanen. Es gibt keine Möglichkeit, ein Fahrzeug in einem Hochwassergebiet so abzustellen, dass ihm nichts passiert. Man kann nicht alle Öffnungen versiegeln, das geht nicht. Die einzige Chance wäre, wenn im Wetterbericht angekündigt wird, es gibt Hagel, es besteht Hochwassergefahr und ich weiß ja, in was für einem Gebiet ich wohne, da muss ich mal überlegen, wo ich das Fahrzeug an einem höheren Ort abstellen kann. Das wäre auch eine Empfehlung übrigens an Gemeinden, die betroffen sind, sich Plätze zu überlegen, wo die Gemeindebewohnerinnen und Bewohner dann vielleicht ihre Fahrzeuge abstellen können, wenn eben Hochwasseralarm gegeben wird, damit man wenigstens ein bisschen Schaden von sich halten kann, weil das Haus kann ich natürlich nicht woanders hinstellen. Stefan, zusammenfassend, mein Auto wurde beschädigt oder ich glaube, es ist geschädigt worden. Wie reagiere ich? Was mache ich als erstes? Also wie ist der Ablauf der Ideale? Also du nimmst sofort einmal dein Smartphone oder einen anderen digitalen Fotoapparat und fotografierst die Situation, das ist das Wichtigste. Das ist auch deshalb wichtig, weil die Feuerwehr ja manchmal Aktivitäten setzen muss. Kann ja sein, dass dein Fahrzeug wohin gespült wurde und dort weggeräumt werden muss und da ist es auch einmal wichtig, die Situation zu dokumentieren, weil ja vielleicht Folgeschäden auch durch das Wegräumen entstehen können. Und dann beginnst du telefonisch, wenn das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung hat, einmal die Versicherung zu kontaktieren.
Die werden dir dann sagen, was zu tun ist, wo das Fahrzeug hinzubringen ist, ob der Versicherungsvertreter vor Ort vorbeischauen kann. Das Wichtigste ist, all das zu tun, bevor man irgendwelche weiteren Schritte macht. Wenn die Versicherung sagt, ja, Sie können gern fahren, nach dem, was wir da gesehen haben, ist es okay. Nur der umgekehrte Schluss zu sagen, ich fahre jetzt selber zur Versicherungsschadensbegutachtung, wäre nicht gescheit, weil die Folgeschäden dafür haftet die Haftpflicht normalerweise auch nicht. Also wahrscheinlich wird man Versicherung, ÖMTC oder Feuerwehr anrufen und das Fahrzeug wegbringen lassen. Stefan, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Gerne. Falls Sie weitere Informationen zur Inbetriebnahme von Fahrzeugen bei Hochwasser benötigen, dann klicken Sie einfach auf die ÖMTC-Homepage.